Oh nee, ich kämpf nicht, ich renn dich um. Ich hätte ihn jetzt vielleicht sogar besiegt, wenn er mich nicht wieder umgerannt hätte. So unnötig, ich weiß nicht, das ist doch... Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das irgendeine Boss-Mechanik ist. Das ist einfach ein Schwachsinn, da haben sie irgendwas falsch programmiert in der KI. Kann nicht sein, dass er darauf programmiert ist, mit dir in der Ecke zu rennen und dich da umzurennen. Also ganz ehrlich. Hört mir bloß auf. Das kann mir keiner erzählen, dass das so gewollt ist. Fähigkeit verwechselt. Mann, ey. Nervsack-Elender. Na, wahrscheinlich zu früh gezündet. Jetzt renne ich trotzdem noch in ihn rein. Schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, genau. Laufen, 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 laufen. Nur auf mich zurennen und mich umrennen wollen, aber nicht kämpfen. Der kann ja nicht mal normale Angriffe, ne? Da macht er nur so einen Schmarrn die ganze Zeit. Oh Gott, und ich dash wieder in die falsche Richtung. Muss ja wieder sein. Wie gesagt, einmal am Tag oder öfter. Zum Kotzen ist das. Hör doch auf, du Sack. Er will mich wieder umrennen. Schön. Boah, ich hab gleich die Schnauze voll von dem Kerl. Jo, genau. Warum auch nicht? Komm, wechsel die Phase jetzt bitte. Danke, du Hammel. Ja klar, zweimal. Ja, wie soll man da noch rauskommen, wenn er einen wieder in die Ecke drängt? Ja, klasse, das wird auch nichts. Schön. Schön, sehr schön. Ach Mann, ey, der Typ, der Typ. Oh, Mensch. Drohne hinterlassen, Bombe, Überraschung, Stress. Ja klar, entwaffnet werden in Stresssituationen, why not, ne? Auf jeden Fall. Das sehe ich mich, das sehe ich mich. Mann, 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 Mann. Leute, bitte, Leute. Kann mir nicht jemand helfen hier? Will irgendjemand für mich übernehmen? In dem Fall wohl nicht. Redet ja keiner mit mir. Jo, da legt schon wieder gut los. Ich habe noch nicht mal eine Attacke auf ihn gemacht. Drückt mir schon wieder alles rein, was er hat. Gleich mal zeigen, was er kann. Alle Fähigkeiten einmal rausgehauen. Ja, klasse. Ich muss da mal rüber hüpfen. Jo, oh Mann, das war knapp. Das war richtig knapp. Aha, das ging ja mal ausgesprochen gut vonstatten hier. Das war wahrscheinlich ziemlich dumm. Das war richtig knapp gerade. Oh. Oh, ups. Was denn los mit dir, Kerl? Autsch. Ja, schön. Ja. Komm, komm, also ganz ehrlich. Wie soll ich denn darauf dann auch noch mit meiner Entkommensfähigkeit Dingsbums da reagieren auf sowas? Wenn man an diesem letzten Popel vorbeifällt, ey. Nervige Sache. Ja, schon fast wieder, ey. Das war wieder richtig knapp gerade. Ich muss da mal rüberhüpfen, mein Freund. Kann nochmal abfackeln, den guten Herrn. Ja, genau. Warum auch nicht?
schon wieder Face Transition. Gesichtstransition. Nein, eigentlich ja Phase, nicht Gesicht. Aber for the jokes, obwohl sie ziemlich schlecht sind. Ist ja nichts Neues hier. Wer schon öfter dabei war, weiß Bescheid. Oh Gott, oh Mann, das war richtig dumm. Was macht er? Ah ja. Ja, zu weit von ihm wegstehen ist auch ziemlich dumm. Gott. Ach komm. Du Sack, ey. Nee, da geh ich durch, da habe ich keinen Bock. Oh, das war richtig knapp. Oh nein. Nein. Oh Mann, ey. Gibt's denn sowas? Wo gibt's denn sowas? Ganz ehrlich. Nervig. Das war wieder so scheißen knapp. Oh Gott. Ja, was soll ich denn jetzt spielen? Gut, dann machen wir der Sache ein schnelles Ende. Stressige Sache, ey. Boah, ist das nervig, der Typ. Ich hätte keine Chance gehabt. Entweder ich wäre in den Boppel gefallen, an dem ich jetzt gestorben bin. Oder ich wäre aus dem Dings rausgefallen. Aus dem Feuerkreis. Und der hätte mich dann wahrscheinlich zu 99% auch gekillt. Keine Chance gehabt. Der macht manchmal Kombos, da kommt man echt nicht mehr raus. Will ich jetzt den spielen? Ich weiß nicht, ob ich einen Ronin spielen will. Wir können es ja mal probieren. Wir haben ja auch so eine kleine Fluchtfähigkeit. Vielleicht wird's was. Ich habe keine Ahnung. Ich verspreche nichts. Mann, 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 ey. Ich glaube... Oh, ich spüre es immer noch. Am Wochenende war, wie gesagt, Konzert und... Also, was heißt Konzert? Zweitägige satanische Musikveranstaltung. Sag mal so, wie es ist. So schaut's aus. Ich bin halt wahrscheinlich immer noch ein bisschen heiser, weil wenn die Musik dementsprechend laut ist, muss man mit den Leuten, die dabei sind, auch ein bisschen lauter sprechen. Das geht halt gut auf die Stimmbänder. Wer schon mal an Konzerten war, weiß, von was ich rede. Man merkt's halt böse, der ganze Hals ist immer noch gereizt. Das heißt, der ganze Kerl ist momentan gereizt. Der Hals wegen dem Konzert und der ganze Rest vom Körper wegen diesem Boss hier. So, wenigstens habe ich keinen Sonnenbrand eingefangen. Das ist was Schönes. Wenigstens etwas Positives. Und dafür habe ich mir Rogue Legacy 2 eingefangen. Also schon länger her. Ganz doofe Idee war das. Gar kein Bock auf das Spiel. Nee, man Witz. Ich spiele es echt gern. Aber der Boss geht mir ja schon richtig hart auf den Sack. Der geht mir schon richtig hart auf die Nerven. So, einmal, zweimal, fünfmal. Ach, hör auf. Hör auf, hab ich gesagt. Wären die Dinger jetzt nicht geplatzt, hätte ich Pech gehabt wahrscheinlich. Und Dash, schöne Sache. Könntest du aufhören, auf mich zuzulaufen, du Sack? Nein. Nein. Gott. Na klasse. Komm ich raus? Ja, gut. Ha! Nein. Och Mann, ey. Das ist auch immer 50-50, ob man da durchkommt oder nicht. Klasse. Schön. Das war richtig knapp mal wieder. Gott. Hör auf. Was macht er? Nein.
aufhören. Und nicht springen. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe, aber es hat funktioniert. Nicht umrennen, du blöder Hammel. Ich sag's, ich weiß nicht, wie oft soll ich es hier noch sagen. Ey, umrennen ist assi. Oh Gott. Wo ist das andere Popelding? Muss man schnell unter dir durch zu... Ach komm. Ach Leute. Ich will nicht mehr. Ich sag's euch, wenn der stirbt, schmeiß ich meinen Controller dreimal in den Bildschirm rein. Nicht nur einmal, dreimal. Was soll denn das für Zeug sein? Ja, genau. Schön. Was soll ich da machen? Alle bescheiden. Boah. Oh Mann. Ja, ja. Also das Angebot steht noch, falls irgendjemand für mich weiterspielen will. Nee. Das Angebot steht nicht. Ich will das Spiel alleine durchspielen. Ohne euch. Also das heißt, der Run, in dem ich ihn töte, den werde ich nicht auf YouTube hochladen. Ha! Nein. Nee, ich will das Spiel... Bring mich nicht um, du Sack! Ich will das Spiel durchspielen. Also ich allein, ohne Hilfe. Oh Gott. Oh Gott! Jo, klar, ey. So nicht. Ja gut, komm, bring mich um. Das gibt eh nichts. Komm, renn mich um. Renn mich um. Renn einfach durch mich durch, du Hammel. Ist zum Kotzen, ey. Dass es überhaupt diese komischen Trades gibt mit diesen 50% weniger Leben und dafür das und das. Braucht keine Sau. Braucht echt keiner. Ja, schön. Du bist ein cooler Kerl. Danke, weiß ich schon. Danke. Ja, dann nehmen wir den Boxer, oder wie? Macht halt keinen Schaden, dann geht's wieder 50 Stunden hier. Mein Gott, Herbert. Ja, ich möchte zurück. Hallo. Kein Bock auf nichts. Ah, oh. Dieser Dash in die falsche Richtung. Diese Entwickler von diesem Spiel. Was haben die sich bei diesem Dash überhaupt gedacht? Nichts, wahrscheinlich. Jo, klasse, das war auch elegant. Ich wäre sogar echt noch rausgekommen, wenn ich nicht über ihn gesprungen wäre. Da wäre ich nicht mehr rausgekommen. Also das ist schon... Was macht er denn jetzt wieder für einen Scheißdreck, der Typ? Der treibt mich noch zur Weißglut. Ja, klasse. Blöder Sack. Oh, nee. Das ist so eine nervige Fähigkeit. Einer auf die 12. Oh Gott. Ja, schön. Vielleicht funktioniert es ja wieder mal hier in der Ecke. Ja, gut. Hat funktioniert. Ach, come on, man. Ich bin doch gedashed. Was soll ich denn noch alles machen? Keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin. Ich habe schon damit gerechnet, ich krieg wieder 10-mal Schaden an den Schädel geschmissen. Echt keine Idee, wie das gerade gut ging. Ich weiß echt nicht. Kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung. Irgendwie halt. Ja, dieses Mal nicht. Obvious. Ja, klasse.
da noch in die falsche Richtung hauen. Ja, du kriegst über ihm Schaden, einfach nur, weil er Blitze ruft. Das ist ein Schwachsinn. Du kannst während der Fähigkeit nicht mal über ihm flüchten, wenn er dich in eine Ecke drängt. Geht nicht. Es funktioniert nicht. Genau, und dann reicht die Dash-Reichweite wieder nicht, um da durchzukommen. Manometer. Nicht umrennen. Na toll. Ja. Er rennt mich wieder fast um der Sack. Mit seiner blöden Umrennerei, das ist... Okay, ich nehme alles zurück. Diese komische rot-gelbe Wand da in der weißen Phase ist nicht mehr das Nervigste, was er kann. Das Nervigste ist die blöde Umrennerei. Ich sag's, wie es ist. Die dämliche Umrennerei ist das Schlimmste, was der Typ kann. Ich bin zweimal jetzt so kurz vor Schluss gestorben, nur weil er einen so blöd umrennt. Nur deswegen. Ja, klasse. Dankeschön. Komm, spring über mich. Spring über mich. Danke, danke, danke. Fast zu früh gesprungen gerade. Nein. Oh Gott, der Dash war fast wieder zu früh. Jetzt muss natürlich der Schnäuzer noch anfangen zu jucken. Das habe ich wieder sehr gern. Genau jetzt. Oh Mensch. Ah, hör auf. Nicht stören jetzt. Nicht stressen, bitte. Ich habe schon genug Stress. Oh no. Komm, spring. Spring. Ich habe springen gesagt. Sack, du Elender. Ach, jetzt springt er. Schön. Oh Mann. Die Ecke ist richtig doof. Wie ging denn das? Nein. Du hörst auf. Na.